Gestern habe ich euch darüber berichtet. Rudi Völler hat Kontakt mit Julian Nagelsmann und dessen Management aufgenommen. Man wollte erste konkrete Schritte einleiten, um Julian Nagelsmann als Bundestrainer zu gewinnen. Ein heißes Thema natürlich auch rund die finanzielle Situation, rund um Nagelsmann und rund um den DFB. Und jetzt haben wir den ersten Bericht von Sport 1. Demnach kann sich Julian Nagelsmann den Job als Nationaltrainer gut vorstellen. Und damit ist klar, eine große Hürde ist schon gefallen. Was jetzt noch fehlt, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf diesen Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Ja, und dann kommen wir aber direkt zurück zum Thema. Wie gesagt, Sport 1, die berichten es, dass der Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann sich gut vorstellen kann, tatsächlich Bundestrainer zu werden. Das war ja lange so eine Art Hürde. Denn Rudi Völler und Co., die wissen um die Qualitäten von Nagelsmann, die trauen ihm diesen Job auch zu. Die erste Hürde, die mittlerweile aber wohl gemeistert wurde, war zum einen das Finanzielle. Denn eigentlich ist Julian Nagelsmann noch bis 2026 beim FC Bayern München unter Vertrag und seit März beurlaubt oder auch suspendiert. Da wird aber wohl sein Ex-Club, der FC Bayern München, dem Spieler und dem Verband keine Steine in den Weg legen. Denn sie möchten keine Ablöse für Julian Nagelsmann haben. Das war damals, als Paris ihn angefragt hatte, noch anders. Da wollte man 15 bis 20 Millionen Euro für seinen Ex-Trainer haben. Jetzt für den DFB würde man wohl auf dieses Geld verzichten. Man müsste quasi einfach nur auf Seiten des DFBs die kompletten Finanzen hinsichtlich Nagelsmann übernehmen, sprich sein komplettes Gehalt. Und das ist gerade ein Punkt, der zwischen Rudi Völler und seinem Berater, also dem Berater von Nagelsmann, Volker Struth, verhandelt wird. Aber die große Hürde, die noch zu nehmen war, will Julian Nagelsmann mit 36 Jahren denn überhaupt schon Nationaltrainer werden? Und da hat jetzt, wie gesagt, Sport 1 berichtet, ja, die anstehende Europameisterschaft im eigenen Land, das ist wohl für Julian Nagelsmann eine ganz große Chance, eine ganz große Aufgabe, die ihn wohl sehr reizen würde und er sich deshalb diesen Posten als Nationaltrainer ziemlich gut vorstellen kann. Das Einzige, was jetzt noch aussteht, ist eben die Gehaltsverhandlung. Wenn dann Julian Nagelsmann auch noch einem Gehalt beim DFB zustimmt. Aktuell, da verdient er ungefähr 6,5 Millionen Euro bei den Bayern. Das ist wohl zu viel für den DFB. Er müsste da ein paar Abstriche machen. Dann soll aber eigentlich keine Hürde mehr im Weg sein. Denn Julian Nagelsmann, der gilt als absoluter Wunschkandidat beim DFB. Und anscheinend trifft das auch beim Trainer auf Gegenliebe. Von daher muss man es einfach so sagen, sieht es wohl ziemlich gut aus für Julian Nagelsmann und den DFB. Und es könnte tatsächlich jetzt etwas werden mit Julian Nagelsmann als deutscher Nationaltrainer. Was auf einem anderen Blatt Papier steht, ist, ob Nagelsmann das dann auch wirklich bravös leisten kann. Ich glaube normalerweise, das, was er immer spielen lässt, das verbraucht mehr Zeit. Also das kann er eher auf Club-Ebene machen, wo er mehr Trainings zur Verfügung hat. Er muss definitiv seinen Stil anpassen, aber dann könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das passt. Und eins ist jetzt ja auch schon klar, Sandro Wagner und Hannes Wolf, die sollen wohl beim DFB als Co-Trainer weiter agieren und das würde demnach auch gut zu Nagelsmann passen. Denn Julian Nagelsmann, der hat ja seinen kompletten Trainerstab aufgelöst, unter anderem sein Co. Dino Topmöller, der ist ja mittlerweile Vollzeittrainer bei Eintracht Frankfurt. Von daher hat er aktuell noch kein richtiges Trainerteam um sich, er braucht auch keine Scouts oder ähnliches, sondern könnte dann tatsächlich mit großen Teilen des DFBs arbeiten, wenn er das denn so möchte. Also es scheint hier ziemlich gut auszusehen. Die finale Zusage von Nagelsmann, die fehlt natürlich noch und auch der DFB, der muss sich noch konkret auf den Trainer festlegen, aber wenn das dann passiert und man dann wirklich seinen Wunschkandidaten für akzeptable Bedingungen bekommen könnte, dann glaube ich, dass in den nächsten Tagen vielleicht schon Julian Nagelsmann als deutscher Nationaltrainer vorgestellt wird. Eure Meinung, wie gesagt, gerne in die Kommentare, ich bin gespannt, bis dann Leute, ciao.